Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Modetosisten. Ja, da wir ja den Serverstart jetzt gut hinter uns gebracht haben, mehr oder weniger für euch relativ langweilig, weil ich im Endeffekt nur Main war, erkunden und ein bisschen ja, Terraforming gemacht habe, ja, gibt es jetzt für euch doch mal ein bisschen was Interessanteres zu sehen. So, wir haben, ich war in der Zwischenzeit, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 2 Tage her. Ich war wirklich mein bis zum geht nicht mehr. Ich habe mir Robert besorgt, das habt ihr in der Serverstartfolge schon gesehen. Dann hier haben wir schon unser Nether-Portal. Dann haben wir einmal hier habe ich einen Minenschacht angelegt. Der geht runter bis auf Bedrock und da habe ich dann fleißig losgelegt. Und ja, alles was nicht nagelfest ist, quasi mitgenommen. So, willkommen in Casa de la Sortless. Gehen mal eben kurz auf die Mauer hoch, um meinen fancy Fußboden zu zeigen. Wahaha. Hat ein bisschen Zeit gekostet, das ganze Zeug zu farmen, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Finde ich ziemlich cool. Also diese Cycraft-Blöcke, und der Vorteil von diesen Cycraft-Blöcken ist, hier, die seht ihr so rechts oben in der Ecke auch diese Engineering-Blocks. Der Vorteil ist halt, da spawnen keine Mobs drauf. Finde ich sehr gut. Es fehlt offensichtlich fehlt noch das Dach. Mein Gott. So, dann haben wir hier 1, 2, 3 Barrels von, ich glaube, Factoryization sind die. Dann haben wir eine kleine Kiste. Wie gesagt, ich war auch Explorer und ich habe auch einen Mineshaft gefunden. Ich habe ein paar Dungeons gefunden, also diese Vanilla-Spawn-Räume aus Cobblestone und so weiter. Im Mineshaft habe ich hier offensichtlich ein bisschen Tracks abgebaut und ja, wie so ein Logic Matrix Programmer gefunden, einen Sattel gefunden, ein bisschen Tomium-Zeug. Den Iron Mortar habe ich mir selber gemacht, ein paar Buckets gefunden, fliegenden Stil brauchte ich für das Nether-Portal. So, dann haben wir hier einmal den Ignus Extruder, weil ich brauchte offensichtlich Obsidian, wollte aber dafür keine Diamanten verschwenden und das Ding hier ist sehr billig und ich zeige euch das mal eben. Das sind halt noch die alten Rezepte, sage ich jetzt mal. Dann seht ihr quasi eine Piston, Machine Frame und ein Servo. Ein Servo ist ganz billig von früher und der Machine Frame. Bisschen Glas, bisschen Eisen, bisschen ein Gold. Das ist ja sehr chillig. Und da hängt es ein bisschen. Ja. Hingesetzt, wird einmal befüllt, in eine kleine unendliche Wasserfarm, Wasserquelle hingesetzt. Und ja. Den gemacht. So, davon kennt ihr einen Teil noch. Das ist quasi noch das, was in der Serverstartaufnahme so stand. Ich habe es jetzt noch nicht umgeräumt. Bett ist klar. Ich habe jetzt hier 2 Slag Furnaces gebaut. Das ist im Endeffekt auch nur oben Furnace, unten Furnace und rechts und links Cobblestone. Also sprich, das Ding besteht nur aus Cobblestone. Hat aber einen Vorteil, wenn man hier Erze reinpackt, hat so eine 120% Chance, da Zeug rauszukriegen. Also es gibt ein bisschen die Möglichkeit, die Ores zu verdoppeln. Das ist nicht wirklich viel, aber es ist immerhin mehr, als wenn man sie nur in die normalen Furnace reinhauen würde. Die normalen habe ich natürlich auch noch, weil man kann nicht alles in die Slag-Furnace reinhauen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Geht langsam ein bisschen die Kohle aus. Ach, guck mal, hier habe ich noch Rubber gemacht. So, hier seht ihr, ich war fleißig, allerdings nur 9 Diamanten. Ich habe insgesamt gefunden, ich glaube 14 Diamanten in der ganzen Zeit. Also ich habe echt kein Glück, was Diamanten angeht. Dafür alles mögliche Redstone, Rubies, ganzen komischen Sachen, Nikolite, dieses Sphalerite Ore, das, den habe ich aus dem Nether. Ab ist es auch klar. Ja, nichts Wildes. So, hier unten ist ein bisschen ja, Mob-Loot, sage ich jetzt mal, und das, was ich noch so aus den Dungeons rausgeholt habe. Wenn wir zum Beispiel ein paar Enchantment-Bücher mit Flame, Thorns, Unbreaking, Smite, Aqua Affinity, ein bisschen Creosote Oil, Bücher aus Dörfern habe ich mitgenommen, habe mir dann ein paar Bookshelves noch schon mal gemacht, falls ich dann doch mal ein Enchantment-Table mache. Joa, dann hat Ender, glaube ich, ist das, der hat im Nether dann schon irgendwie einen Spawner von Blaze da in der Nähe von seinem Portal eingebaut. Da habe ich mich da mal 1, 2 Blaze gekillt. Auch nicht wirklich großartig irgendwas viel gemacht. Ja, hier ist eigentlich auch nicht wirklich viel zu sehen. Ich habe gerade gesehen, Eskalus ist offline gegangen.
Wer ist noch da? Wir haben noch Tompi, Wolle, Kender, Türbi und ja, mich auf dem Server gerade. So, dann mehr oder weniger das Wichtigste, was ich bisher gemacht habe, den Card Assembler eine Steve Cards fahren. Zwar habe ich, das Card ist mittlerweile auch schon fertig, das Card hat nämlich knapp 40 Minuten gedauert, das Ding hier fertig zu machen. So, wie ihr seht, das Ding besteht aus einer Standardhülle, einer Kohle-Engine, einem Woodcutter, ein Torchblazer, eine Top Chest und ein paar Internal Storages. Das Ding werden wir gleich mitnehmen und werden wir endlich mal unseren Baumfang hochziehen, damit wir ein bisschen zu Potte kommen, weil ich habe wirklich großartig am Maschinen, bis auf die zwei kleinen Dinger hier nichts gemacht. Also ich war wirklich nur farmen. Hier habe ich noch ein paar Blöcke, noch ein paar von diesem Blue Engineering. Habe ich dann doch irgendwie zu viel gemacht, nachdem ich dann das Design hier nochmal ein bisschen geändert hatte. Und hier oben sind dann noch Erze und ein bisschen Stahl habe ich gefunden. Und ja, Barren, was man so ein bisschen beim Farmen mit rauskriegt. So. Hier habe ich noch unsere Grünzeugkiste, aka Essenskiste. Also ich habe hier noch ein bisschen rohes Fleisch drin, ein bisschen Chicken. Saplings, die brauchen wir auch gleich. Ja, schon mal mitnehmen. So. Sonst ist ja eigentlich nichts. Rubber Trees, Apples, auch nichts Wildes. So, dann haben wir hier draußen, habe ich eine kleine Farm gemacht. Wie ihr seht, einmal vier Pumpkins. Dann hier die ganze Ecke, das sind Potatoes, Kartoffeln. Hier habe ich so ein, ja, 3x3 ist Karotten, weil da braucht man nicht so viel von. Sugarcane und Weizen und Melonen. Also alles erstmal so die Grundversorgung, damit wir wissen, was zu essen haben. Ja. So, wie ihr seht, hier ist noch jede Menge Platz, da kann man noch jede Menge hinstellen, finde ich sehr gut. Wird sich auch nach und nach dann auch füllen. So, dann kommen wir hier mal nach draußen. Die ganzen Tracks, die ich gefunden habe, das waren hier schon jetzt na, zweieinhalb Stacks oder so, habe ich hier ausgelegt schon mal. In einem Pattern, so dass quasi hier die Baumfarm angelegt werden kann. Damit das Ganze funktioniert, braucht man dann einmal diesen Cargo Manager, wo man dann festlegen kann, was mit dem Steve Card quasi passieren soll, wenn der hier vorbeikommt. Dafür braucht man dann auch diese Advanced Detector Rail. Und dann habe ich gesagt, so. Also man muss halt gucken, welche Seite was ist. Also hier, ne, rote Seite geht zu den Schienen. Dann haben wir einmal, er soll Sepplinge in das Card reinladen, damit er halt nachfüllen kann. Er soll Sachen in die Engine reinpacken, was im Endeffekt erstmal mit Holz werde ich das Ding betreiben. Und natürlich das, was die rollende Baumform quasi aberntet, was in den Storage-Slots landet, soll dann natürlich dann hier in den Charger, in den Cargo, wie heißt das Ding? Cargo Manager einpacken. So, dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch funktioniert oder ob ich irgendwelchen Blödsinn gebaut habe. Okay. So, wir haben, dann habe ich hier noch den Torch-Platzierer. Dann werde ich jetzt gleich mal zwei, sechs Torches reinpacken. Dann in den Woodcutter-Slot kommen hier die Sepplinge. Dann haben wir hier jede Menge Kisten, die er füllen kann. Out of Fuel ist klar. High Priority, Medium Priority. Achso, das war für die Engine. Und ja, da ich gerade nicht wirklich viel habe, machen wir das mal so. Und hoffen mal, dass das für den Anfang ein bisschen reicht. So, jetzt ist er natürlich hier gerade am Cargo Manager angekommen. Ist natürlich jetzt nichts drin, deswegen macht er auch nicht viel. Nehmen wir doch die restlichen Sepplinge reinpacken. So, wie ihr seht, er fährt jetzt munter drauf los und platziert die Bäumchen und Fackeln. So, damit er jetzt nicht irgendwie in die Bredouille kommt, irgendwo Fackeln zu platzieren, wo er eigentlich Bäume platzieren wollte und andersrum, werde ich jetzt hier mal eben fix die Fackeln abreißen. Weil das macht er nämlich dann schon selber. Und dann guckt er halt auch, dass das Lichtlevel eventuell entsprechend gut funktioniert und gut passt. So, die kann auch weg. Ja, die bleiben. Weg. Na, und so ja. Weg, weg. Die bleibt. Die auch. So.
Man sollte sich nicht vor das Ding stellen, wenn er gerade arbeitet. Könnte wehtun. Dann kriege ich jetzt nur noch 8. Also das heißt, wir brauchen definitiv ein bisschen mehr Holz, um das Ding zumindest erstmal in Gang zu bringen. Ich habe jetzt leider auch nichts mehr in der Kiste, weil ich erstmal, ich brauchte Charcoal, um halt irgendwie den ganzen Kram einzuschmelzen. Und ich war irgendwie zu faul, explizit nochmal extra Kohlefarmen zu gehen. Insofern sind halt gerade die Holzprobleme, aber wie gesagt, dafür haben wir ja die Bomben, die sich dann auch hoffentlich bald rentiert. So. Naja, du. Zack, rein damit. 29. Wird wahrscheinlich auch nicht reichen. So wie das aussah. Also bauen wir noch ein bisschen mehr ab. Ja, von dem, was ich so bei mir habe, das sind diese Saphir-Klamotten. Das Schwert habe ich noch aus Ruby gemacht. Allerdings Ruby und die blauen Saphire, die kann man wohl noch für andere Sachen als Diamantenersatz brauchen. Deswegen mache ich jetzt die ganzen Tools quasi nur noch aus den grünen. Ich habe mir zwei Backpacks gemacht. Einmal den Diggers Backpack, da wandert dann alles rein, was man halt so beim Mine so findet. Also sprich Cobblestone, Erde, Gravel, das wandert alles in den Diggers Backpack und alles, was man an Erzen und Gems und so weiter findet, wandert in den Miners Backpack. Die haben nicht wirklich viel Platz mit 15 Slots, aber es ist besser als nichts und man müllt sich nicht ganz so schnell das Inventar voll und kann dann doch ein bisschen mehr mit meinen. Ja, ein bisschen Eisen. Steel Helmet, den habe ich gefunden und den Rest habe ich dann einfach gecraftet. Nichts Wildes, Basics. Aber ich habe mal gedacht, dass den ganzen Krempel muss ich euch nicht zeigen. Ich habe euch jetzt schon so gequält, sage ich jetzt mal, in der Startfolge mit Terraforming und Kunden und sonst irgendwas. Muss ich den Kram jetzt nicht auch noch aufnehmen? Und für was denn? Dann zeige ich euch lieber jetzt, wenn es interessant wird. Gesagt, jetzt musst du doch langsam mal aufnehmen, weil ja, jetzt ist halt nur meinen und nichts craften, wird dann auch irgendwann langweilig. Insofern, das wollt ihr euch natürlich nicht vorenthalten. So, Holz, 40, 41, ja, könnte doch für den Anfang erstmal reichen, mal weg schon der erste Baum. Fackeln sehen auch noch gut aus. Aber Glück haben reicht das erstmal. So, ihr seht, überall jede Menge Bäume und Fackeln. Sieht doch super aus. Und alles vollautomatisch. So, da hinten kommen wir auch mehr oder weniger zwangsläufig an den ersten Baum, weil den habe ich nicht abgerissen. Das wird noch einen Moment dauern. Oh, da hinten ist auch schon der erste gewachsen. Prima, das funktioniert ja. Das, wobei es Nacht ist. Ich glaube, das ist bei der alten Minecraft-Version hier, war das noch nicht so. Ich wollte gerade sagen, war das noch nicht so schlimm, wenn man hier Nachtsbäume pflanzt. Aber ich sehe auch gerade, ja, ich bin auch im Depp. Ist ja auch hell genug, die wachsen ja auch nachts. Dafür habe ich doch die Fackeln. Ich habe übrigens, ja, in der Startaufnahme vom Server. Ich habe vergessen, die Brightness hochzustellen von Minecraft. Deswegen ist auch die allererste Folge total dunkel geworden, was ich absolut nicht gecheckt habe. Hat mir dann Gott sei Dank in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass das echt dunkel ist. Dass mein Ton ein bisschen zu laut war. Und ja, das habe ich dann, denke mal, ab der zweiten Folge ein bisschen beheben können. Ich habe das Gamma nachher dann ein bisschen hochgeschraubt bei der Nachbearbeitung. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen dann. Wenn ihr die Folgen seht hier, wenn ihr diese Folge hier seht, dann habt ihr auch alle anderen schon gesehen. Und der Ton habe ich dann auch ein bisschen angepasst. Ich hoffe, das hat dann so ganz gut funktioniert. So, jetzt warten wir noch eben drauf, dass der hier in die Pötte kommt. Will der eigentlich jetzt automatisch die Engine? Ja, müsste er eigentlich, ne? Mal gucken. Hat noch 60, den hat er jetzt nicht. Ah ne, gut, der war nicht in Range. Aber wir haben es ja gleich. Aber gleich keine Sattlinge mehr. Hätte ich jetzt doch nicht gedacht, dass er mit 3 Stacks hier nicht hinkommt. Aber soll uns jetzt auch nicht weiter stören, weil das macht er dann schon.
Reicht auch erstmal. Ich meine, das ist jetzt keine kleine Baumfarm. So. Jetzt seht ihr, der arbeitet fröhlich vor sich hin. Irgendwo da oben werden jetzt auch Blätter abgeholzt. Mal gucken. Ein Apfel haben wir schon mal. Ich glaub, der fängt auch wie MFR-Farm. Oh. Fängt jetzt erstmal mit den ganzen Blättern an. Ja, natürlich sein, da die ja alle zusammenhängen. Ich weiß nicht, wo der jetzt hier anfängt. Ich höre auch keine Geräusche. Nicht, dass er jetzt hier den ganzen Wald abholzt. Und das wird mich jetzt nicht unbedingt stören, weil die Bäume hier. Ja, ich brauch's sie nicht unbedingt. Auch nicht für die Optik. Da habe ich. Da gehen Blätter flöten. Ich glaube, er hat doch nur eine bestimmte Range. Gut, das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger. Weil im Endeffekt. Das ist jetzt quasi ein ganz primitiver Woodcutter, ne? Also der hat auch. Ich suche gerade den Slot, wo man das Repair. Weil ich kenne es eigentlich so, dass man die Steve-Dinger hier auch reparieren muss. Allerdings. Ich glaube, das war in den Woodcutter-Slot oder so, musste man das Zeug reinlegen. Irgendwann später. Ja, den muss man jetzt nur mit Eisen. Also es ist ja Standardhülle mit Eisen. Und das Ding geht auch irgendwann kaputt und dann läuft es nicht mehr. Dann muss man es einfach reparieren. Und das ist jetzt auch nicht das Schnellste mit der einen Kohle-Engine. Funktioniert, sage ich jetzt mal, aber ist jetzt auch nicht das Schnellste. Aber wie man sieht, der Baum ist fast weg. Zumindest die Blätter. Und jetzt geht es langsam Richtung Holz. Na komm. Sieh mal zu hier. Machst du noch was? Na komm, mach hin. Ah. So. Jetzt haben wir natürlich die Geschichte. Okay, also alles, was an Holz rauszieht, wandert in die Kisten und nicht in die Engine. Das heißt, er wird erst wieder mit Treibstoff befüllt, wenn er am Loader ist. Das ist jetzt an sich nicht schlimm. Ich meine, wir haben hier drei Plätze in der Engine drin für Treibstoff. Entsprechend können wir da auch drei Stacks Holz reinpacken. Und ich denke mal, mit drei Stacks Holz sollte der auch eigentlich soweit hier rumkommen. So, jetzt hat er natürlich wieder. Die Zeppelinge packt er natürlich wieder da rein, ist klar. Gut, dann haben wir es ja soweit fast geschafft. Die Bäume hier wachsen wie bekloppt. Ich hätte, glaube ich, gar nicht so groß bauen müssen. Weil, ja. Ich glaube, dann ist er eine Weile beschäftigt. Was soll's. Try and error, würde ich mal sagen. Wenn es zu viel wird und der nicht hinterherkommt, dann mache ich halt hier irgendwo die Schienen platt und mache dann nur die Hälfte oder so davon. Und nicht tragisch. Ich wollte es halt erstmal pressen und ich hatte sowieso genug Schienen. Insofern passt mir das schon. Ja, achso. Vielleicht mal gucken hier, wenn der jetzt einmal hier durch ist. Also, das reicht auf jeden Fall noch. Wenn die Sepplinge hier voll sind, dann wandern die auch quasi in die Top-Chest, beziehungsweise in die eine von den Internal-Kisten. Und werden dann rausgezogen. Da muss ich mir dann auch noch was überlegen, wie ich dann die Kisten entsprechend dann wieder leere, weil er soll ja das Holz. Ah, so, jetzt sind wir schon da. Sepplinge haut er raus. Das, was in den Kisten ist, zieht er rein. Und das Holz, was jetzt quasi Fuel sein soll, packt er wieder rein. Sehr schön. Funktioniert. Ja. Perfekt. Dann können wir den erstmal laufen lassen. Doch prima. Baumfahren funktioniert. So. Würde ich sagen, soll es auch für die Folge erstmal was gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann werden wir mal gucken, was wir so an
Ja, Maschinen, rudimentäre Stromversorgung. Ich hätte gerne irgendwas, womit ich Erze verdoppeln kann. Und ganz ehrlich, so viele Möglichkeiten haben wir hier auf dem Server auch nicht. Also im Endeffekt sind es zwei. Eine ist IC2 und das andere ist Thermal Expansion. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mit dem Strom handle. Aber gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder Fragen, gerne lasst mir einen Kommentar da, sonst irgendwas. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke und ciao, ciao.